Du wirst feststellen, dass du immer recht haben wirst. Du denkst, das schaffe ich, dann hast du recht. Du denkst, das schaffe ich nicht, dann hast du auch recht. Der Körper folgt dem Geist. Darum ist es so wichtig zu verstehen, dass es nicht nur der einfachen Wahrheit entspricht, dass deine Gedanken deine Realität bestimmen, sondern dass Wachstum, Fortschritt und Erfolg zuallererst im Kopf beginnt. Der stärkste Antrieb ist, etwas zu finden, was man lernt zu lieben und wofür es sich lohnen wird zu sterben. Denn das allein macht das Leben erst lebenswert. Es beflügelt dich. Es wird dir einen Kampfgeist geben, den du bis dahin noch nie an dir erlebt haben wirst. Der unermüdliche und ungebrochene Kampfgeist wird in Liebe und Leidenschaft geboren. Der unermüdliche und ungebrochene Kampfgeist wird dir niemals deine Lebensenergie nehmen. Im Gegenteil, er ist die einzige unerschöpfliche Energiequelle, die in jedem Herz und die in jeder Seele wohnt. Die Kunst ist lediglich, von dieser Energiequelle bewusst Gebrauch zu machen, um diese Energiequelle für sich zu entdecken. Oftmals wird der wahre Kampfgeist in jemanden geweckt in der Stunde der Not. Denn zu keiner anderen Stunde in unserem Leben wird uns so klar vor Augen geführt, was uns tatsächlich vom Herzen wichtig ist. Zu keiner anderen Stunde wird unser Fokus auf das reduziert, was wir wirklich als essentiellen Bestandteil unserer Existenz wahrnehmen und was man bereit ist zu tun, um es schützen zu wollen. Es ist aber keine einzige Stunde der Not in jedermanns Leben notwendig, um den stärksten Antrieb und den unermüdlichen und ungebrochenen Kampfgeist in sich zu wecken, sondern sich die Zeit zu nehmen, in sich zu gehen, sich zu hinterfragen und sich selbst besser kennenzulernen. Das ist der Schlüssel. Die allermeisten Menschen möchten gar nicht so viel Zeit in sich selbst investieren. Und genau das ist der Grund, warum die allermeisten Menschen ihr einfaches Leben akzeptieren können. Je länger man sich mit sich selbst beschäftigt, je mehr Fragen man sich stellt, je häufiger man seine eigenen Gedanken und Worte und Taten hinterfragt, desto schwieriger wird es sein, ein einfaches Leben mit vielen Kompromissen zu akzeptieren und leben zu können.